Meine sehr verehrten Damen und Herren von Goldberger TV bzw. Arustik-Short Goldberger Schweiz. Ab heute, und hierfür lehne ich mich ganz bequem zurück, werde ich auf diesem schwarzen Sender, der sich mit den deutschsprachigen Juden Europas sowie mit Israel befasst, hin und wieder in verdichteter Form einen Kommentar zwecks besseren Verständnisses der Zusammenhänge im nahöstlichen Hexenkessel absetzen. Ich blicke manchmal nach unten und das hat einen ganz praktischen Grund. Ich lese von einem Manuskript, weil ja die Details wohl formuliert daherkommen möchten. Es handelt sich ja schließlich um einen Kommentar. Also ich bin nicht niedergeschlagen, aber meine Augen erhaschen mein Manuskript. Es gibt noch keinen Teleprompter. Ich betrachte das als Test und Sie sagen mir, ob das zumutbar ist, dass ich Ihnen nicht immer über die Kamera direkt in die Augen schaue. Als unabhängiger Medienmann esse ich niemandes Brot. Auf diese Weise verfüge ich so über die maßgebliche Freiheit, meine professionellen Erkenntnisse in Worte zu kleiden, die nicht aus ideologischen Gründen, derer sich die kommerzielle Presse in Bezug auf ihre öfters einseitige Israel-Schau befleißigt, zensuriert werden muss. Selbstverständlich gebe ich als Israel-Kenner und mit diesem Lande von Herzen aus verbundener meine eigenen subjektiven Schlussfolgerungen wieder. Diese gründen indes auf Tatsachen, die sie bloß dann widerlegen könnten, wenn ich einen unbewussten Schnitzer begangen haben sollte. Dies schließe ich selbstverständlich nicht aus, denn wo analytisch gehobelt wird, fliegen auch rhetorische Späne und auch solche gedanklicher Natur. Meine heutige Kurzbetrachtung widmet sich der höchst eigenartigen Regierungskoalition in Israel, bestehend aus 8 Parteien von rechts bis links und islamisch, die Unheil verheißt. Israels neuer Regierungschef Naftali Bennett hat soeben sein Amt angetreten. Seinen Vorsitz über eine Koalition, die eine unwahrscheinliche ideologische Spannbreite umfasst, welche sich gegenseitig widerspricht, steht auf tönernen Füßen. Seine Intronisierung verdankt er zweierlei Elementen. Er stahl buchstäblich die rund 200.000 Stimmen seiner Partei Yamina, zu Deutsch nach rechts, die er vom Lager rechts außen nach scharf links verschoben. Dies entgegen sämtlicher seiner eisernen Versprechungen, die er vor laufender Kamera abgegeben hatte. Nun mag man schlechterdings behaupten, es sei politisch normal, sich selbst noch unernster zu nehmen als die eigene politische Gefolgschaft. Der Clou hingegen ist, dass er mit der islamischen Partei Ra'am von Mansur Abbas koaliert. Auf deren 4 Parlamentssitze ist er auf Gedeih und Verderben angewiesen. Ob es sich herumgesprochen hat inzwischen, dass der die Kunst der Verstellung, Taqiyya auf Arabisch genannt, bestens beherrschende Vertreter der Muslimbrüder nicht nur die Existenz eines jüdischen Staats in Bausch und Bogen verwirft, sondern ultimativ dessen Liquidierung fordert? Unterm Deckel gehalten wird die Tatsache, dass die angeblich islamischen Verbündeten der Regierung Bennett ein Kalifat im gesamten Nahen Osten errichten wollen, in dem Juden höchstens als protegierte Untertanen ohne Rechte geduldet werden dürfen, die keinesfalls nationale Rechte geltend machen könnten. Somit bestimmen ultimativ islamisch ausgerichtete Komponenten die
die inhaltliche Ausrichtung der Regierung Bennett mit. Um sie kann sie sich in keiner Form futieren, denn bei ihrem Wegfall fiele das sich auf weitere 7 Kollaboranten sich abstützende Kartenhaus in sich zusammen. Vor Tische las man es noch gänzlich anders. Der frisch gebackene Premier Bennett hatte die Islamische Partei unter der Leitung von Mansour Abbas konsequent als eine Bande von Terrorunterstützern bezeichnet, mit denen er, so versprach er hoch und heilig, sich unter keinen Umständen politisch verbinden werde. Nun verfügt Israel also zum ersten Mal in seiner 73-jährigen Geschichte nicht mehr über eine explizit jüdisch-nationale sowie zionistische Regierung. Die Parteichefs der 7 jüdischen Parteien in der seltsamen Koalition verhalten sich wie Judenräte in den unseligen Ghettos Europas, bevor sie von den Nazis liquidiert worden waren. Sie helfen, gewollt oder ungewollt, ihren Todfeinden. Ob man unter diesen Umständen die mehr von einer Regierung der nationalen Heilung, wie sie Bennett vollmundig suggeriert, für bare Münze nehmen sollte? Nach meiner Auffassung ist Bennett mit keinem Wort zu glauben. Er ist ein unsäglicher, wie auch kaltblütiger Betrüger sowie Opportunist, dem das Schicksal Israels weniger am Herzen zu liegen scheint als seine Karriere. Sollte er von der kämpferischen Opposition unter Führung von Benjamin Netanyahu, dem ehemaligen Premier, gebodigt werden können, wäre sie hingegen endgültig besiegelt. Aber bis dahin würde die Reputation Israels sowie ihre militärstrategische Abschreckung, ganz gewiss aber die moralische Widerstandskraft, gewaltig gelitten haben. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren bei einer neuen Sendung von Goldberger TV, Arutzdik Schorot Goldberger, Schweiz. Ich danke Ihnen, wenn Sie diesen Kanal abonnieren. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.